Hey Leute, hier ist Xaver und ihr guckt gerade ein Jib mit auf dem Hotbox-Kanal. Das ist mir fast eine sehr unangenehme Frage. ich war immer Rap-Fan, das war immer Teil von der Rap-Kultur so. Auch als kleiner Junge habe ich über Weed mitgerappt, so, habe Songs über Weed gehört. So. Und dann, ja, ich meine, einfach durch meine Big Homies, durch Kaz und meinen großen Bruder. Kaz hat mir meinen ersten Joint gereicht, auf jeden Fall. Da war ich noch ein bisschen zu jung. Deswegen, ich habe am Anfang so immer gekifft, um so down zu sein und so. Und ich habe aber nie wirklich so viel bemerkt. Und dann irgendwann habe ich so an einen Joint gezogen. Und dann war ich wirklich so 10 Minuten danach so wirklich krass drauf. Und ich war so, wow, das ist... Ich dachte die ganze Zeit, dass ich high werde. Aber dann irgendwann habe ich bemerkt, ach so, das ist was ganz anderes jetzt. Und dann ab dem Zeitpunkt habe ich dann, keine Ahnung, ich habe es einfach sehr gefeiert. So. Und ich war in der Schule auch immer bekifft und so, weil ich hab ziemlich starkes ADHS. Und es hat es einfacher gemacht für mich, da zu sitzen und das zu tun, was sie wollen von mir, weißt du? Ich meine, ich habe Schule nicht so gefeiert, aber so, man muss ja still sitzen und man muss die Fresse halten. So. Und wenn ich viel gekifft habe, dann war das sehr einfach für mich. So auf den. Als ich angefangen habe, so vor der Schule und in der Pause und bla 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 zu schwänzen und zu kiffen und dann in den Unterricht bekifft zu kommen, da war das schon ziemlich heftig für mich. So, ich weiß noch, das erste Mal, mein Homie meinte zu mir, er war gestern high, den ganzen Tag in der Schule, war so geil. Und ich war so, okay, safe, das probiere ich jetzt auch aus. Und auf dem Weg zur Schule habe ich einen gebaut und gesmoked so. Und da war ich, wie gesagt, immer noch zu jung, um zu kiffen so. Was mir wirklich wichtig ist, dass Leute sich kein Vorbild an mir nehmen. So, weißt du, nur weil ich so früh angefangen habe zu kiffen und trotzdem ein cooler Typ bin, heißt nicht, dass es cool ist. Weißt du, ich meine, so, man sollte mit 18 anfangen und das ab und zu mal machen, so, weißt du. Aber ich bin ein Spezialfall, also. Aber ja, wie ich meinte, so, ich habe diesen Joint geraucht. Und das ist eine mies witzige Geschichte. So. Ich war paranoid schon einfach alleine, dass ich ihn gekifft habe, bevor ich überhaupt bekifft war, so, weißt du? Auf dem Weg zur Schule. Und ich habe so die ganze Zeit geguckt, weil ich war zu jung, um zu rauchen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass Leute mich sehen auf meiner Straße, die mich vielleicht kennen. Und die sehen, dieser Junge hat bla 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 geraucht. Also habe ich den Joint gezogen und ich habe so in mein Hemd gepustet. Auf den so, versteckt den Rauch. Da habe ich natürlich krass wie Gras gestunken, als ich dann in den Unterricht kam. Ich war spät dran, das war eine fucking... Es war ein Test oder so, eine Klausur, so, von der ich nichts wusste. Ich bin reingekommen, ich war spät, ich habe mich hinten hingesetzt und habe sofort angefangen, so mies behinderte Fragen zu stellen. Und dann wurde ich auch sofort erwischt. Also meine Lehrerin meinte dann zu mir so, Bro, du bist mies drauf, so komm mal klar. Und dann hat sie mich rausgebeten und so und dann war es ein ganzes Ding. Dann wollten die mich testen, Drogentest machen. Aber meine Mama meinte... Oder nee, die haben sogar gemacht, aber dann im Nachhinein meinte meine Mama so, Dicker, kannst du nicht meinen Sohn einfach so testen, ohne mich zu fragen? Und dann durften die das nicht benutzen und die durften mich nicht rauskicken und das war einfach so, als ob es nicht gewesen wäre. So. Weil die einfach mich getestet haben, ohne meine Eltern zu fragen, als 12-jähriger Junge oder so, weil es musste ich für die pinkeln, ist schon... Also ich meine, damals war es nicht so eine chillige Sache, so, weißt du, man hat so gekifft, um wirklich so... verklatscht high zu sein, weißt du, so man war so, komm, wir kiffen jetzt, weißt du, es ist nicht so, man kifft jeden Tag, deswegen raucht man Joints, weil es chillig ist, so, weißt du. Wir haben damit Bon geraucht, weil es mehr klatscht und weil man nicht bauen können muss und wir konnten da nicht mal wirklich bauen, so, weißt du, auf den. Als ich so bei mir in der Wohnung gekifft habe, bei mir im Schlafzimmer, als ich noch bei meinem Vater gewohnt habe, habe ich so Bon gezogen und dann habe ich das durch so ein Dings ausgepustet, wo es sozusagen den Geruch wegmacht, das heißt ein Spluff. Könnt ihr googeln, das heißt Spluff, S-P-L-O-O-F, kann man ganz leicht basteln zu Hause. Und das macht, es funktioniert wirklich, aber wenn man sozusagen, man macht das Gras in die Bong ohne einen Filter, einfach direkt Gras in Bong, man zieht es und man muss es alles in das Wasser ziehen, weißt du, damit so stark ziehen, dass die Asche dann in das Wasser fliegt, dann hast du den ganzen Rauch in deiner Lunge und dann pustest du es durch diesen Spluff aus. Hey Baby. Oh. Und dann hast man halt keinen Geruch, weil, weißt du, der Rauch hat keinen Kontakt gemacht, weißt du? Und das hat wirklich ganz lange geklappt, ganz ehrlich. Mein Papa hat's nie gewusst. Scheiße, Papa, wenn du das siehst. Das hier ist ein Holländer. Ich drehe schon sehr lange Holländer. Das hat mir Kaz beigebracht auch.
Ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Man leckt einfach, man leckt das Klebrige einfach durch das Pape. So, man nässt das Pape, dass es sozusagen durchnässt ist. Und dann, weißt du, ich habe früher immer zuerst das geleckt und dann versucht, das rückwärts zu drehen. Das war immer mein Fehler. Also mach diesen Fehler nicht. Ja, ich kiffe so sehr viel. Das heißt, so, ich brauche nicht dicke Joints. Ich kiffe so wie, ist wie eine Zigarette für mich. So, ich rauche das einfach und dann eine halbe Stunde noch rein. So. Naja, wie gesagt, ich habe ziemlich starkes ADHS. Das heißt so, ich werde ganz leicht abgelenkt, wenn ich anfange so zu schreiben oder so. Und da ist es immer gut, wenn es jetzt kein Joint ist, irgendwas so. Ich brauche irgendwas zum Fummeln, weißt du? Und das ist fast wichtiger als der Effekt vom Gras selber, so, weißt du? Und ich habe auch manchmal bemerkt, dass wenn ich komplett nüchtern bin, wenn ich mal eine Pause gemacht habe oder so, dass ich den Part meistens noch ein bisschen schneller schreibe, so. Aber dann baue ich die ganze Zeit Zigaretten und so eine Scheiße, einfach um die Hände und den Mund irgendwie zu beschäftigen. Aber ja, ich meine, vom Effekt her glaube ich, ist nicht so wichtig. Der Effekt ist nice, aber es ist eher so einfach was so zum Spielen, so, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, ja. Also, es wäre cool, wenn ich aufhören würde zu kiffen, so. Es wäre schon cool, aber ich krieg's halt nicht hin, so. Ich komme bald an den Punkt in meinem Leben, ich bin gerade 22, wo ich mehr bekifft war als nüchtern. Und das ist einfach keine coole Aussage, so. Ich feiere das nicht so. Einfach auch von der Selbstdisziplin her und von dem Selbstvertrauen her und von der Willenskraft und so, weißt du, ich will mir einfach selber beweisen können, dass ich das kann, weißt du, und dass ich machen kann, was ich will und dass ich nicht Sklave bin von irgendeiner Substanz. Was natürlich schwierig ist, weil ich meine, jeder in meinem Umfeld kifft und ja. Ich finde es nicht nur negativ, aber ich fände es auf jeden Fall doof, wenn ich jetzt nicht das Negative anspreche, weißt du, ich meine. Ich mag CBD auch, ja. Ist auf jeden Fall nice. Ich habe auch, also die Jungs von OnlyGrams haben mir was geschickt, was ich nice fand. Und die Jungs von Bunny's CBD auch. Bunny's CBD auch sehr, sehr, sehr gutes Zeug. Und es gibt auch CBD, wenn es wirklich gut ist, das auch einen Effekt hat, so wenn man es raucht, dass man was spürt dabei. Und es ist auch eine nice Abwechslung, nicht die ganze Zeit komplett verschallert zu sein und einfach ein bisschen chillig einzusmoken und so, weißt du. Ich bin auf jeden Fall Freund davon. Aber ich sag so, ich würde es bestimmt nicht kaufen, wenn ich nicht gerade Pause mache. So. Auf jeden Fall. Also, ich bin, meine Mutter ist auch aus Nigeria. Sie ist halb Britin, halb Nigerianerin. Und das heißt, ich bin muttersprachlich Englisch eigentlich. Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Das heißt, ich höre schon, und sie ist auch Hip-Hop-Fan. Das heißt, ich höre schon immer Hip-Hop aus Amiland die ganze Zeit. Und ja, deswegen so, Mos Def lehrte mich Mathe, weil ich meine, es gibt ja diesen Song von Mos Def, Mathematics, wo er halt den Bezug zwischen Mathe und guten Skills, guter Technik macht, so. Und diesen Bezug fand ich immer sehr passend, weil ich war immer scheiße in Mathe, aber ich konnte immer sehr gute Texte schreiben, so. Das heißt, so, das war irgendwie so mein Flex, weißt du? Oldschool und so, die großen Meister der Technik und so waren mir immer super wichtig, ich habe das studiert, so. Ich bin schon immer Hip-Hop-Fan, so. Seitdem ich 5 Jahre alt bin, so. Kers war mein Oldschool-Head, so mit 15 oder so. Aber, ich glaube nicht, dass er wirklich ein Oldschool-Head ist. Er feiert einfach, Kultur und gute Mucke und so. Und er findet auf jeden Fall überall das, womit er sich identifizieren kann. Aber ich glaube mittlerweile, ich höre Kers nie Oldschool-Shit pumpen, so. Ja, diese Single, die Sackgasse-Single, ist nicht Teil vom Tape. Die ist produziert von Barry Made the Beat, Shoutout an den Boy. Aber dieses Tape, das jetzt mit Kaz kommt, das ist alles produziert von Kaz, das heißt Flugmodus. Es sind so 8 Tracks, glaube ich. Also es sind entweder 6 oder 8 und dann kommen später noch welche, haben noch eine Deluxe, die danach kommen soll. Ja, und es kommt alles sehr, sehr bald. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, aber zeitnah, genau. Also ist bestimmt jetzt demnächst am Start. Es werden ein paar Singles kommen, Videos, Tour ist auch geplant für Oktober. Also ja, macht euch auf was gefasst, auf jeden Fall. Ja, also ich kommt drauf an. Ich schreibe
die ganze Zeit Texte. Also ich habe immer eine Idee für einen Text und dann schreibe ich die auf vom Handy. Und dann, wenn ich einen Text schreiben muss, nehme ich mir was, Inspiration, und dann mache ich was draus. Es dauert meistens nicht so lang. Und dann, es kommt drauf an, auf was für eine Art von Track, aber bei manchen Tracks ist es auch sehr angemessen, einfach zu freestylen. Oder so ein paar Lines zu freestylen und dann die zu behalten und dann so Punch-In-mäßig die nächsten Lines um drauf zu ballern. Das ist auch ein sehr nicer Arbeitsprozess, den ich sehr feiere. So. Vor allem, wenn man ein bisschen mehr verklatscht ist, so, ein bisschen weniger fokussiert ist, ist das ein sehr guter, sehr, sehr gute Lösung dafür auf jeden Fall. Naja, also ich finde es nicht egal. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, wie das geht, so. Aber ich habe auch für andere Leute geschrieben schon. Das, also ich meine, ich finde es jetzt nicht so eine Ehrensache oder so. Es geht eher so darum, manche Leute sind wirklich so, die haben größere Reichweite, die sind wirklich so Business-Leute, weißt du? Ich meine, die sind nicht nur Künstler, sondern die haben auch sehr viel zu tun und so. Und wenn man in einer Session ist, wo man mit jemand anderen schreibt oder für jemand anderen schreibt, die haben immer Einfluss darauf, weißt du? Ich meine, die haben immer ihre Vision trotzdem klar und die wissen, was sie wollen und so. Und die brauchen einfach schnelle, effiziente Arbeitswege, weißt du? Ich meine, das kann ich auch verstehen. Ich persönlich werde das nie nötig haben, weil ich sehr schnell schreibe. Aber für manche Leute, es sind ja nicht alle gleich so auf denen. Es ist wirklich unnormal, die Erwartung von einem Künstler, 5 Businesses die ganze Zeit zu treiben und dann obendrauf noch Musikbusiness, ist nicht einfach, weißt du. Ich verstehe schon, warum Leute das machen. Okay, ich sage nicht, ich bin sehr picky, aber ich beschwere mich gerne. Das heißt, wenn das Gras scheiße ist, dann werde ich auf jeden Fall viel darüber reden und sagen, dieses Gras ist scheiße. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, besseres Gras zu organisieren. So. Ich habe auch eine Line, wo ich sage, redest von Kerli Packs, doch hast Ekelpakete mit. Scheiße, wenn es nicht anderes gibt, dann nehme ich das. Aus denen. wenn man es anguckt und riecht, man merkt schon, also man weiß. Es geht ja nicht nur immer darum, dass es gestreckt ist oder so. Es ist einfach, manchmal ist es nicht gut gekühlt und so. Es ist sehr klebrig noch. Und ich mag es mehr eher, wenn das Gras so leicht und trocken ist, wenn man es mit den Händen klein machen kann. Und ja, ich meine, ich weiß, wie gut das Gras schmeckt. Zum Beispiel echtes Kelly und so. Jeder hat jetzt Kelly, aber es ist nicht immer Kelly so. Es hat einen Geschmack, den man jetzt auch drauf sprühen kann, aber es ist trotzdem nicht derselbe Geschmack. Dieser Kelly-Geschmack ist unverkennbar so auf den. Da müssen wir mal so einen Test machen, ob die Leute nicht Kelly rausschmecken. Auf Dicker, hundertprozentig, Bro. Kelly or nah? Kelly or nah? Das neue Format bei Hotbox-Kanal. Haze ist vorbei. Ich meine, die Haze-Ökonomie ist schon lange geplatzt. Diese Bubble ist geplatzt, schon lange. Man trifft ja immer wieder auf Haze. Das ist ja immer noch auf dem Markt verfügbar. Ist auf jeden Fall auf dem Markt verfügbar. Aber so, ich glaube, Haze war früher so dieses Modegras, was so sehr klatscht. Wo jeder war so, wow, ich habe jetzt Haze und so, Silver Haze, Lemon Haze, diese ganze Scheiße, Amnesia und so. Aber mittlerweile ist das eher so auf Kelly rübergegangen, dass Leute jetzt von Kelly reden. Und früher war es Haze Spray, jetzt ist es Kelly Spray. Es ist so, weißt du? Ja, ich meine, seid vorsichtig, Leute. man kann diese Pakete, also die Verpackung kann man einfach kaufen, weißt du? Ich meine, einfach kann man kaufen und dann jedes Gras da reintun und versiegeln. Das bedeutet nichts. Es gibt manche Kelly Strains, wo man hundertprozentig wissen oder manche Grasproduktionen, die man kennt, so Jungle Boys, Exotic, so weißt du, ich meine, man kennt das Paket und da gibt es auch einen QR-Code, den man erstmal abreiben muss, um zu sehen, dass der Code dahinter ist. Dann auf der Jungle Boys App kann man das scannen und man sieht genau, das ist das Gras, was ich jetzt habe. Dieses Pack wurde zum ersten Mal geöffnet und ich meine, das sind so große Businesses aus Amiland, so weißt du, ich meine, die machen das schon richtig und das kriegt man auch mit. Wenn da irgendeine Scheiße draufsteht und du es im Internet nicht wiederfinden kannst, so. Kifft nicht so viel, Leute. Und hört meine Musik.